Hacienda Yaxcopoil, ein Bauernhof mit Schlosscharakter. Die größte der sechs Haciendas rund um Mérida ist Zeuge vom einstigen Reichtum der Großgrundbesitzer. Heute ist das stolze Anwesen ein Museum. Übersetzt heißt Yaxcopoil Ort der grünen Pappeln. Bei Alex Alcantara mischt sich die französische Kochkunst mit mexikanischen Zutaten. So what we do here, it's perfectionment, evolution. Heute wie damals eine gute Adresse, die Hacienda Xcanatún. Sie ist nach dem Ort Xcanatún benannt. Früher ein großer Landwirtschaftsbetrieb, heute ein edles Hotel. Absoluter Mittelpunkt der Hacienda ist ein Park, ein Ruhepunkt. Der Palmengarten ist so schön, dass jeder Ausblick entspannt. Fast 20 Jahre lang erneuerte der Besitzer das Gebäude. Jetzt ist Teja eine der besten Adressen für große Festlichkeiten weit und breit. Viele Paare heiraten hier. Teja zeigt eindrucksvoll, welche Effekte Architektur haben kann. Säulenbögen und Innengärten wurden gebaut, um auf den hochherrschaftlichen Höfen eine Privatsphäre zu erzeugen. Wer hätte gedacht, dass man in einem ehemaligen Maschinenhaus heute rauschende Ballnächte feiern kann? Ein Kunststück. Und es ist vollends gelungen. Ein Restaurant, ein Hotel und zwei Festsäle. Versteckt im dichten Grün liegt eine Höhle. Das Maya-Volk war sehr spirituell. Wozu diese Höhle genutzt wurde, ist nicht bekannt. Der Niedergang der Sisal-Ära begann mit dem 20. Jahrhundert. Die Kunstfaser setzte sich durch, die Sisal-Produktion ging zurück. Viele der schönen Großgrundfarmen standen leer. Idylle pur, das bietet die Hacienda San Miguel. Sie liegt rund 150 Kilometer weit entfernt von Mérida. Hier machen Besucher Ferien auf dem Bauernhof. Genauer gesagt, Ferien auf einer Hacienda. Das ist Urlaub mit einer ganz besonderen Note. San Miguel wurde Mitte des 17. Jahrhunderts gegründet und war schon immer ein landwirtschaftlicher Betrieb. Das überschaubare Anwesen ist heute eine gut geführte Hotelanlage inmitten von Ställen. Heute genießen auch die Tiere ihr Leben, denn die Zeiten der Rinderzucht sind vorbei. When the guest comes, we can offer him the to ride a horse. Eugenia Mendez berät die Gäste bei ihrer Freizeitplanung und empfiehlt neben Reiten auch den hoteleigenen Pool. Außerdem sind in der Nähe zwei historisch bedeutsame Ausgrabungsorte. Dort sind Tempelanlagen der Maya zu besichtigen. Sternfahrten zu den Haciendas rings um Mérida. Ihre neue Pracht ist eine Reise nach Mexiko wert.